Alexa, erzähl mir einen Witz. Was bestellt ein Frosch an der Käsetheke? Quark. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Alexa ist heute mit dabei. Aber nicht nur das, sondern auch das Mini-Terrarium in der Flasche. Es ist jetzt mittlerweile ein halbes Jahr her, dass wir das Terrarium gestaltet haben. Video dazu, wie wir das gestaltet haben, findet ihr nochmal in der Endcard. Und wir sehen, das Terrarium ist wahnsinnig zugewachsen. Wenn ich mal hier ein bisschen nach vorne gehe, sehen wir auch, dass sogar im Deckel sich die Pflanze mehrmals gewunden hat. Und wenn ich das ganze Ding mal rumdrehe, sehen wir auch, dass es noch relativ feucht da drin ist. Teilweise kommen hier auch schon neue Sprösslinge. Und ich würde vorschlagen, ich zeige das Ganze euch mal in der Makroaufnahme. So, der Makromodus ist eingeschaltet und wir gehen jetzt mal auf Entdeckungstour in dieser Flasche. Wir sehen hier vorne ein riesiges Geschwür an Pflanze und ganz, ganz kleine Wassertropfen. Diese Wassertropfen sind einfach durch die Luftfeuchtigkeit, die hier drin herrscht, weil die ist wirklich enorm. Ich schätze mal auf so 80-90%. Das findet die Pflanze anscheinend gut. Die restlichen Pflanzen, die wir alle eingepflanzt haben, sind fast eingegangen. Bloß hier vorne ist neben der Pflanze, die sich jetzt hier überall breit gemacht hat, noch ein Moos gewachsen. Ihr seht das hier, die ganzen kleinen Haare. Das ist das Moos, das sich noch breit gemacht hat. Was wir zudem auch sehen, sind hier hinten noch ein paar abgestorbene Reste einer Pflanze. Das war, glaube ich, die rote Pflanze, die wir da reingesetzt haben. Und die dient als Nährstoffquelle für die anderen Pflanzen. Außerdem kann man es hier ein bisschen erahnen. Das braune, was da ist, das soll das Schneckenhaus sein. Oder es ist das Schneckenhaus, was wir mal eingesetzt haben. Das ist immer noch da. Und ich bin mir sogar der Meinung, dass da drinnen eine Pflanze gewachsen ist. Man sieht es jetzt nicht so genau, weil halt noch viele andere Pflanzen bzw. Blätter davor sind. Diese Blatt, beziehungsweise da hinten sind noch mehr, die seht ihr jetzt aber gerade nicht. Und die sehen für mich aus wie Blätter von einem Kleeblatt, beziehungsweise von ja, einem Moos, das halt so vom Kleeblatt diese Blätter hat. Die sind so herzförmig. Und vielleicht macht die sich der großen Pflanze den Platz streitig. Wir werden sehen. So, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Genau, also lasst ein Like da. Wenn ihr mehr zu Alexa sehen wollt, die sich gerade da hinten versteckt, dann verlinke ich euch jetzt hier oben mal ein Video, wo ich das Ganze unboxed habe auf dem Zweitkanal. Ansonsten kommt ihr jetzt hier drüben zu dem letzten Video und hier unten könnt ihr unseren Kanal abonnieren und dort unten kommt ihr auch zu unserer Webseite. Okay Google, öffne aquaterratv.de und dann sehen wir uns im nächsten Video. Einen schönen Tag euch noch und ciao.